So, hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Next City. Bzw. Minecraft, das Next City Projekt. Wie ihr seht, haben sich die Texturen ein bisschen geändert, denn ich spiele jetzt mit keinem bzw. einem anderen Texture Pack. Ich habe es getestet mit, wie heißt es jetzt, mit, also den Shader mit ohne Texture Pack, also mit dem Standard Texture Pack von Minecraft. Das lief eigentlich recht gut. Und jetzt habe ich hier Faithful drin, was im Endeffekt das Standard Texture Pack von Minecraft ist, mit einer etwas höheren Auflösung. Also mein altes, mein Sparks hatte 64x64, einen Moment eben. Und dieses hier hat 32x32 und das von Minecraft dürfte, ich glaube, 16x16 haben. Daher, ich habe jetzt so einen guten Mittelweg gefunden und naja. Was machen wir in dieser Folge? Wieso habe ich jetzt angemacht? Erstmal, was ich euch ja vielleicht zeigen kann. Ich habe meinen Energiespeicher erweitert. Wie ihr seht, verliere ich auch gerade sehr gut Energie, denn ich habe es jetzt endlich hinbekommen, dass der Power Monitor das automatisch regelt. Das heißt, bei 95% schaltet, also wenn mein Speicher 95% erreicht hat, schaltet er den ab. Wenn mein Speicher 35% erreicht hat, schaltet er ihn ein. Wie habe ich das gemacht? Hier kann man die Verkabelung sehen. Das ist ein Redstone-Port. Redstone-Port. Entschuldigung. Mit, Redstone-Conduits. Die habe ich jetzt damit verbunden, mit dem Ding verbunden und mit meiner Speicherbank verbunden. Und dann habe ich hier auch nochmal Energie mit rein verbunden. Ich weiß nicht, ob das alles so sein muss. Bei mir läuft das jetzt momentan richtig und darum lasse ich das so. Was ich momentan halt auch am machen bin, ist das neue Kühlmittel hierfür zu besorgen. Das werde ich aber ohne euch einfügen, weil dieses Kühlmittel ist das, was ich nämlich mal meinte. Und ich brauche noch ein bisschen davon. Nicht mehr viel, aber ein bisschen brauche ich noch. Das ist nämlich immer nur ein Feld groß und rutscht doch immer nach unten. Das heißt, ich muss den ganzen Generator komplett damit auffüllen. So, was wir jetzt aber machen werden, Krabbe, ist, wir haben hier nämlich einmal diesen Quintuple gepressten und viermal diesen normalen gepressten. Und genau das brauchen wir. 1, 2, 3, 4 und einmal diesen Quin. Dazu brauchen wir jetzt natürlich die Instable Ingots nachher auch noch. Dafür müssen wir erstmal 4 Diamanten, das waren 4, oder? Ja, 4 Diamanten und 4 Eisen mitnehmen. Wir haben einen Versuch. Oder ich habe einen Versuch, sagen wir es mal so. So, alles, was ich nicht brauche, hier rein. So, 3, 4. So. Wir hatten hier vorne ja noch vom letzten Mal eine Crafting Bench, also von der letzten Folge, als wir uns dafür gemacht haben. Und ich will es auf jeden Fall mit Shader spielen, anstatt so einen guten Texture Pack, denn ich finde diesen Shader einfach auch mit diesem Texture Pack unglaublich schön. Außer das normale Minecraft passt halt fast so gar nicht, wenn es hier nur 16 Pixel sind und dann so ein Wasser. Aber der Sonnenuntergang sieht auch im normalen Minecraft Texture Pack einfach unglaublich geil aus und ich will das damit spielen. Hier eine Trophäe, die habe ich bekommen, als ich mal die Villager geschlachtet habe. Die habe ich jetzt einfach hier mal hingestellt. Und gut. Moment. Ich habe das Siegel auch abgeworfen. Scheiße, ich komme nicht mehr ins Haus. Fucking shit, ich komme nicht mehr rein. Und das ist jetzt auch mein Ernst, ich komme nicht mehr rein. Ja, ist doch Bullshit. Dann reiße ich hier mal eben die Tür hier ein. Was kommt davon, wenn man seine Flügel ablegt? Siegel brauche ich nämlich schon noch. Ich lasse die Tür jetzt, glaube ich, auch erstmal weg. Komm, der Cobblestone kann ruhig despawnen. Dann komme ich da nämlich auf jeden. Oh, ich sehe es gerade. Zum Glück bin ich nochmal zurückgerannt. Ich habe nämlich so ein paar Level bei mir. Die will ich natürlich nicht da verheizen. Es wird gerade dunkel. Im Dunkeln möchte ich das auch nicht unbedingt machen. Ich habe keinen Bock daran zu sterben. Query has finished. Ja, ich habe die Query auch umgestellt.
Die war fertig. So. Also ich finde, momentan läuft das Ding eigentlich recht gut. Wie gesagt, momentan entlässt es. Es hat halt mittlerweile schon 40 Millionen Speicher. Und das sind nur die Kapazitäterbanks. Ich glaube, das sind die zweithöchsten. Oder? Oder sind das sogar die kleinsten? Ja, das sind sogar die kleinsten. Es gibt nur zwei verschiedene. Das hier ist keine Ahnung. Und das hier ist für Kreativmodus. Dann gibt es halt den für den mit 5 Millionen und dann den mit 25 Millionen. Der mit 25 Millionen ist momentan ein bisschen teuer, wenn man bedenkt, man braucht hier einen Octa-Capacitor und einen Vibrant Crystal. Finde ich die dann doch recht teuer, weshalb ich sie noch nicht hier stehen habe. So, wir gehen jetzt wieder raus und versuchen es. Früher oder später muss es ja sein. Und der Sonnenaufgang. Oh, ich liebe ihn. Auch wenn ich hier irgendwann mal die Fackeln wegstellen muss und der irgendwie Laternen oder sowas aufstellen muss. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Wir haben das Deep Dark. Portal to the Deep Dark. Ja, eins der gefährlichsten Dimensionen auf jeden Fall. Aber gleichzeitig auch ertragreichsten, muss man da einfach sagen. Denn wir können im Deep Dark... wie heißt es? Ich glaube, Octa-Cores oder so an Ressourcen finden. Ihr seht, meine Festplatten sind sogar verdammt leer. So, dann mal meine Ausrüstung wieder nehmen. 1, 2, 3. Und was auch noch ein Problem im Deep Dark ist, ist, dass da Monster spawnen, obwohl es teilweise Nacht ist. Tag ist, meine ich. Also, es gibt im Deep Dark diese Monster-Spawn-Regel nicht mehr, sag ich mal. So. Dann werde ich jetzt erstmal mein Haus wieder aufbauen. Den Carpenter Hammer. So. Damit steht mein Haus wieder her. Weil ich habe hier oben ja den Anker, wie ich ja schon mal gezeigt habe. Womit ich mich ja eigentlich fortbewege. So, den Hammer brauchen wir jetzt nicht mehr. Was wir allerdings brauchen, wenn wir ins Deep Dark gehen wollen, sind Fackeln. Denn soweit ich weiß, stirbt man im Deep Dark ohne Fackeln. Deshalb werden wir da auf jeden Fall ein paar von mitnehmen. So, wo brauche ich das Portal zum Deep Dark hin? Hier oben? Ich weiß nämlich nicht, ob man es austauschen kann, muss ich zugeben. Also ob man es nochmal abbauen kann. Das Portal zum Deep Dark. Ich werde jetzt trotzdem einfach den Shader deaktivieren, denn der wird dich im Deep Dark nicht sonderlich gut machen. Und wir gucken uns das Deep Dark an. Warum wird sich der Shader im Deep Dark nicht gut machen? Weil es arschdunkel ist. So. Okay, der Spawn im Deep Dark scheint immer ausgeleuchtet zu sein. Und wir sind drin.
Ja, soweit ich weiß, dürfen wir uns nicht zu lange im Dunkeln aufhalten. Und ihr seht schon, hier unten spawnt zum Beispiel auch schon alles. Ich meine, gut, momentan ist es ja hier drin auch noch dunkel. Guck mal, er ist aggressiv auf uns. Da steht noch ein Creeper. Ja, Moment bitte. Schnauze. Soweit ich weiß, kann man den Spawn der Monster hier, wie gesagt, auch gar nicht aufhalten. Also egal wie viel Licht, außer Magma Torch geht, glaube ich. Ich glaube, eine Magma Torch würde funktionieren. So, und jetzt ist die Sache, ich will hier mal einfach nochmal runterkramen. Was haben wir hier? Normale Kohle. Kupfer. Noch mehr Kohle. Granit. Noch mal Kupfer und Tin. Silber und Lead. Das war Silber. Eisen. Das enttäuscht mich nicht, WTF. Ihr soll es doch theoretisch. Oder sind das die? Das sind die, oder? Iron Ore 15. Ja, ich glaube, das ist das. Nee, Iron Ore ist normalerweise auf 15. Weil es so fett aussieht. Aber ich bin jetzt gerade schon so ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Welche Höhe bin ich denn? 6. Ich grab mich mal hier noch so ein paar Ebenen höher. Welche bin ich jetzt? 8. Ich will auf 12. 10, 11, 12. So, dann kramen wir uns hier mal straight in eine Richtung. Gucken, was hier so kommt. Silber. Aber das sieht nach mehr aus, muss ich zugeben. Also sieht irgendwie dicker aus, weil es müssten eigentlich. Ich hatte aber das Gef den Gedanken, dass das eigentlich auch Okta heißt dann oder sowas. Ich muss es mir nachher auf jeden Fall mal angucken. Von euch könnte ich eigentlich auch mal wieder was gebrauchen. Mit euch meine ich jetzt Kohle. Silver Lead, mehr Redstone. Mehr Kohle. Ich bleib jetzt hier auf jeden Fall noch mal drin und grab mir hier einfach einen Gang in eine Richtung. Was ist das denn auf der Karte? Haben die hier auch Lava? Das Eisen sieht doch nicht normal aus. Oder es könnte auch am Texture Pack liegen, das weiß ich nicht. Ach Moment, ich wollte. Ich mal da rüber kramen.
Wir haben hier echt Lava. Autsch. Das kommt davon, wenn man nicht drauf achtet, wo man hintritt. Ich dürfte jetzt auch gerne aufhören zu brennen. Danke. Kramen wir erstmal noch ein bisschen weiter in diese Richtung. Ja, hat sich gelohnt, Dias. Und Dias kann ich sehr gut gebrauchen momentan. Obwohl, nee, eigentlich gar nicht mehr. Ich habe Dias für Dings gebraucht. Für das neue Jetpack, weil ich ja jetzt nicht mehr brauche. Okay, mein Dings ist leer. Das heißt, wir gehen nach Hause. Und gucken mal, was dabei rauskam. Ja, hier werde ich am besten den Gang demnächst auch mal anpassen, dass er hier gerade ist. Wenn ich hier öfter runtergehen sollte. Und flupp. Wenn das so sein sollte, werde ich mir hier irgendwie so knapp unter dieser Oberfläche so eine kleine sichere Kuhle bauen und dann von da aus farmen. So. And back. Jo, das ist nett, ne? So, jetzt will ich mal irgendwas gucken. Nee, das sieht normal so aus, ne? Ja, das sieht im Texture Pack so aus. Dann habe ich mich vertan. Dann gibt es da einen Star nicht. Könnte natürlich auch am Modpack liegen, dass es daran liegt, dass es vielleicht in keins der vorhandenen Modpacks drin ist. So ein Octa-Core-Dings. Ich hatte nämlich eigentlich gedacht, dass das eigentlich beim Deep Dark, also bei... Welcher Mod ist denn das? Extra Utilities, oder? Ja. Mit dabei wäre. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Na gut. Was will man machen, sag ich da mal, ne? Da hat sich der Ausdruck nämlich nicht ganz so... Also da hat sich dies... darauf zu fokussieren nicht ganz so gelohnt, muss ich zugeben. Silber, Lead, Kupfer, Eisen. In die Segmel packe ich jetzt erstmal die Dias. Da kommt zwar nur ein Dia raus sogar. Tatsache. Ist blöd gewesen. Kohle da ist noch rein. Wenn da nur ein Dia bei rauskommt. Ich muss gleich mal irgendwas gucken, wie es mit meinem Filtersystem überhaupt aussieht. Was da gerade so alles drin ist. Das wollte ich nicht. Genau, weil Limestone ist da noch gar nicht drin.
Granit auch nicht. Jetzt sind sie aber drin und werden auch rausgefiltert. Jetzt kann ich die hier auch einfach reinwerfen und die werden gleich verbrannt. Was heißt verbrannt? Die werden rausgezogen und weggeschmissen. Tja, ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil halt diese wunderschönen Erze, die ich da eigentlich erhofft habe, nicht da sind. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz kann sich's da doch sehen lassen, was Erze an der Zahl angeht. Ich will mal irgendwas gucken. Ich hätte den Pulver weiter tun sollen, dann hätte ich auf jeden Fall zwei bekommen. Naja, hinterher ist man immer Abflüge. Was ich auch herausgefunden habe, ich hatte ja den Infuser und der ist immer mit dem Infuser aufgeladen, meine Items, ne? Man kann sie auch einfach hier reinstecken, der hat extra einen Slot dafür. Hier unten so. Wie man sieht, lädt er da gerade auf. Options Shader. Und wieder mein Cuda Ultra. Sieht einfach viel schöner aus. Allein die Wassereffekte. So, seid ihr fertig? 1, 2, 3. Und wie ihr seht, läuft es. Er lädt sich jetzt gerade auf. Er hat ihn also automatisch wieder angeschaltet, den Generator. Und sobald er voll ist oder fast voll ist, wird er ihn auch automatisch wieder abschalten. Dürfte man eigentlich gleich sehen. In-Out klappt hier nicht. Aber ist mir ehrlich gesagt auch egal. Das muss nicht klappen. Das heißt, ich muss die Enderflüssigkeit da rausnehmen, hier wieder reinpacken. Und die andere Flüssigkeit da. Oh, das wird nervig. So, eigentlich müsste es jetzt gleich soweit schon sein. Bei 95% müsst ihr den Generator wieder ausstellen. Ja, wir gucken. Ich stand hier vorhin irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden und habe das gemacht. Und ich stand immer hier so davor und habe geguckt, was passiert. Weil ich habe ja da diesen In-Out-Monitor, da weiß ich, ob da gerade rein oder rausgefüllt wird. Da links habe ich ja dann diese Anzeige, was ja mehr oder weniger so eine Prozentanzeige ist, wie voll er gerade ist. Und dann habe ich rechts diesen grünen Monitor, daran sehe ich, dass er an ist. Wenn dieser rot ist, ist der Generator aus. Und so stand ich hier wirklich vor und habe gewartet. Gewartet. In der Hoffnung, dass es wirklich so passiert, dass der, wenn er ungefähr bei 95% ist, sich auch ausschaltet. Es war also eine sehr langwierige Arbeit, und dann hin und wieder mal die Kabel neu gezogen, die Bänke neu gesetzt und so weiter und so fort. Sprich, es war überhaupt nicht interessant, zum Beispiel für ein Let's Play. Also ich versuche jetzt wirklich so Let's Play-mäßig hauptsächlich interessante Sachen noch zu zeigen. Und vielleicht auch zu erklären, wie ich es dann umgesetzt habe. Zack, da hat er ihn ausgeschaltet. Da steht natürlich immer noch weiter innen. Das liegt daran, dass er den jetzt aus dem Puffer hier noch weiter befüllt. Das heißt, ich könnte sogar eigentlich hingehen und sagen, schalt mal bei 90% aus. Denn wenn ich das so sehe, wie hoch dieser Puffer hier noch ist, könnte ich sogar vielleicht sogar noch 85% sagen. Sagen wir mal 85%. Damit das so ein bisschen passt mit dem Puffer. Wie man sieht, damit wird der nämlich jetzt noch aufgeladen. Wobei das leer ist, wir machen doch lieber 90% sicher, ist sicher. Wobei das leer ist, wird er nämlich entladen, sobald er dann die 35% hat, die ich eingestellt habe. Schaltet er ihn wieder ein. Und sobald ich hier halt das neue Dings drin habe, die neue Kühlflüssigkeit, produziert er mehr oder weniger auch mehr. Weil er nicht mehr so schnell was verbrennt. Also der Sprit wird auf jeden Fall nicht mehr so schnell verbraucht. Weil er nicht mehr so heiß wird. Und das ist dann das beste Kühlmittel. Da muss ich sowieso mal schauen. Denn normalerweise entsteht hier überall Schnee, wo ich dieses Kühlmittel hinsetze. Weil es wirklich eiskalt einfach ist. Und da muss ich dann diesbezüglich mal schauen, wie ich das mache. Ich finde die Welt mit Shader echt wunderschön. Auch wenn es teilweise... Was ein bisschen komisch ist, ist das Verhalten
meiner Flügel unter Wasser, wenn ich jetzt zum Beispiel schwimme. Moment. Wenn ich hier lang Gas gebe und jetzt umdrehen will, ihr seht. Ich drücke die ganze Zeit nur W und dann dahin, wo ich gucke. Das Falten unter Wasser ist echt komisch. Ich kann auch relativ lange unter Wasser aushalten. Ich habe hier diese Respiration drauf. Respiration 3, was halt unter Wasser Atmung und Sicht ist, soweit ich weiß. Ich bin auch noch am Überlegen, da Aqua Infinity drauf zu machen auf meine Rüstung oder so, weil dann kann ich hier unter Wasser auch besser abbauen. Falls ihr mal wieder Claire brauchen, Leute. Ich will mal gucken, wie es überhaupt in der Hölle aussieht, das weiß ich gar nicht. Und jetzt Error rausgeflogen. Joa, das geht eigentlich. Da könnte man auch mit Shader spielen in der Hölle jetzt. Nehmen wir mal ein kleines Schweinchen. Das Stück Portal sieht auch sehr interessant aus. Aber gut, Leute. Das war's von mir. Das war's mit dem Deep Dark. Ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es eine neue Folge des wunderschönen Next City Projektes gibt. Bis dahin. Ciao.